Hallo und willkommen zu den kleinen Sport- und Spieltipps von der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich Speedstacking für euch vorbereitet. Dafür benötigt ihr nichts anderes außer Plastik oder Pappbecher. Die Anzahl könnt ihr natürlich nach Schwierigkeitsgrad frei variieren. Ich werde es heute mit 3 Bechern erstmal vormachen. Diese baut man wie folgt auf. 2 nach unten und den letzten oben drauf. Zum Abbauen könnt ihr einfach den oberen runterziehen und den letzten oben drauf. Und nochmal. 2 nach unten und einen oben drauf. Wenn ihr dies ein paar Mal geübt habt, könnt ihr natürlich auch noch mehr Becher dazu nehmen. Ich zeige euch heute noch eine Pyramide mit 6 Bechern. Diese baut man so auf. 3 nach unten, darauf folgen 2 und der letzte nach oben. Zum Abbauen zieht ihr einfach den oberen runter, wie auch hier, und fertig. Noch einmal. Nun könnt ihr schauen, wie lange ihr für Auf- und Abbau braucht und könnt versuchen, eure Zeit immer zu verbessern. Die Zeit könnt ihr stoppen mit eurem Handy oder mit einer Stoppuhr. Ihr könnt auch einen kleinen Wettkampf daraus machen, indem ihr eure Eltern oder eure Geschwister fragt, ob sie mit euch um die Wette stapeln wollen. Und wenn ihr wie ein Profi trainieren wollt, könnt ihr die Profibecher bei unserem Partner Fortuna Sportgeräte im Online-Shop bestellen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.